Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich war gerade bei Rossmann und wollte euch zeigen, was ich so gekauft habe. Also es ist eigentlich, ja, was man halt so im Alltag immer mal wieder so braucht. Was für mich ein bisschen was, für unser Nachwuchs. Das ist jetzt nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise sortiert oder keine Ahnung. Ich nehme das jetzt so, wie ich das hier greife. Und habe natürlich hier den Kassenbon, um euch zu sagen, was das Ganze gekostet hat. Zum einen brauchte ich profanerweise neue Zahnbürsten. Die waren nicht teuer. Da war dieser Doppelpack. Tja. Wie teuer warst du denn? Ich glaube 69 Cent. Ja, ich glaube, das Doppelpack Zahnbürsten 69 Cent. Die sind von Perlo Dentmed. Das ist halt diese Rossmann Eigenmarke. Dann entsprechend brauchte ich auch eine neue Zahncreme. Die war 40 Cent. Ich habe hier Kräuter auch wieder von Perlodent. Dann habe ich mir geholt für die Handtasche von Alta Pharma, auch eine Rossmann Eigenmarke, Zitronen-Melisse-Bonbons. Die waren 79 Cent. Dann eigentlich immer, wenn ich im Rossmann oder im DM bin, muss ich mir eigentlich immer, das ist so fast so ein Zwang, immer irgendwie einen Nagellack mitnehmen. Und diesmal habe ich mir den hier mitgenommen. Ah, jetzt. Der glitzert so schön. Ich habe eigentlich ganz, ganz wenig Glitzernagellack. Ich habe, glaube ich, nur einen roten. Und das ist jetzt hier halt so ein Pink. Jedenfalls ist der von Rival de Lubiang. Brilliant Nails. Für unwiderstehlich schöne Fingernägel. Und das ist die Farbe. Die Farbe 15, Red Spirit. Und Red Spirit hat gekostet... 1,29 Euro. So, dann brauche ich oder brauchte ich unbedingt für meine Kliniktasche ein kleines Haarshampoo. Also ich wollte halt nicht mein großes mitnehmen. Und deswegen habe ich mir hier nur dieses kleine von Isana Seidenglanz-Shampoo mit hochwertigem Weizenprotein für trockenes und strapaziertes Haar mitgenommen. Also ich habe da jetzt nicht drauf geguckt, was irgendwie ein spezielles. Hauptsache ich hatte halt so ein kleines. Und diese kleinen Abpackungen sind ja immer meist recht teuer. Das war auch 50 Cent, also wenn man das mal hochrechnet. Aber wie gesagt, halt für die Kliniktasche ist es sehr praktisch, wenn man halt nur so ein kleines hat. Dann bin ich ja so ein übelster Duftfetisch-Typ. Also bei mir muss es überall in der Wohnung gut riechen. Also überall stehen eigentlich irgendwelche Duftkerzen oder Raumdüfte. Und deswegen brauchte ich Mülleimer-Deo. Das fängt einfach mit der Zeit an zu riechen. Man kann einfach nichts dagegen machen. Im Sommer ist natürlich noch am schlimmsten. Das hat gekostet 1,29 Euro. Und genauso brauchte ich Spülmaschinen-Deo. Das ist bei uns ganz unterschiedlich. Manchmal kann ich nach 2 Tagen die Spülmaschine anmachen. Manchmal steht sie halt 4 Tage, ehe sie voll ist. Und ich warte wirklich, bis sie voll ist. Weil es einfach... ja, ressourcensparend ist. Und deswegen, wenn die halt ein paar Tage steht, riecht es dann einfach. Und wie gesagt, das Spülmaschinen-Deo war 99 Cent. Dann habe ich mir gekauft. Durch die Sonne und durch das Glätten ist meine Haarfarbe jetzt schon wieder nicht mehr so schön. Und es ist auch, glaube ich, jetzt schon 2 Monate her, dass ich, und ja, ich gebe es zu, ich habe in der Schwangerschaft meine Haare gefärbt und ich glaube nicht, dass mein Kind mit 2 Köpfen auf die Welt kommt. Und ich wollte mal wieder was Neues haben. Ich weiß noch nicht, ob ich das vor der Geburt noch mache oder danach oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir mitgenommen von Garnier Nutrice Farb Sensation. Das ist die Nummer 5.62 Rote Kirsche. Mal gucken, wie das dann so wird. Also ich bin, was meine Haare angeht, eigentlich sehr experimentierfreudig. Früher habe ich natürlich noch viel, viel mehr gefärbt. Also auch bunt gefärbt, grün, lila, was man da halt so gemacht hat. Jetzt mag ich es schon ein bisschen eher natürlich.
Aber ich stehe auch so auf diese Rottöne oder Kupfertöne oder so. Und mir war heute mal danach. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich das färbe. Ihr werdet es ja dann sehen. Auf jeden Fall hat das gekostet. Dülülülüm. Ah, da. 2,99 € war im Angebot. Dann, ja, das sind halt alles nur so Sachen, die man halt so braucht. Ich brauchte eine neue Taschentücherbox. Ja, das steht bei uns eine im Badezimmer, eine im Wohnzimmer. Also ich habe halt lieber diese Boxen rumstehen als überall irgendwelche Taschentuchpackungen. Und dann nehme ich eigentlich auch immer die von der Rossmann. Das ist auch Rossmann Eigenmarke, genau, von Alouette. Und die kosten 99 Cent. Dann habe ich mir mitgenommen Einmalhandschuhe. Also ich mag diese Gummihandschuhe gar nicht, damit komme ich gar nicht klar. Deswegen nehme ich halt nur diese Einmalhandschuhe. Ich bin jetzt nicht so ein übelst hygienisch penibler Mensch. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir die Nägel lackiert habe, nehme ich solche Handschuhe, wenn ich abwasche oder wenn ich mir die Haare wasche, einfach weil der Nagellack länger hält, wenn nicht so viel Wasser rankommt. Und ich habe hier, also es ist das erste Mal, dass ich die hier von Rossmann nehme. Und ich habe jetzt einfach mal Größe M genommen. Ich weiß nicht, es gab halt Größe S, M und L. Ich habe es jetzt einfach mal Größe M probiert, keine Ahnung, sind 50 Stück drin. Aus Nitril, allergenfrei, latexfrei. Und die haben gekostet, ich glaube, 3,29 €. 3,99 €, genau. Dann, das habe ich einfach liegen sehen. Und ich brauche irgendwie immer so ein Notizbuch bei mir, weil mir immer mal wieder irgendwas einfällt, irgendeine Idee für ein Video oder irgendwas, was ich einkaufen muss oder keine Ahnung. Deswegen habe ich mir das hier mitgenommen. Das ist so ein kleines Notizbuch, hier mit so Registern. Und das hat 1,99 € gekostet. Und ich finde das von der Größe her sehr praktisch für die Handtasche. Da habe ich das mitgenommen. Und in derselben Abteilung, in der Schreibwarenabteilung, nennen wir das dann so, habe ich den hier gesehen. Das ist so ein ganz normaler Ordner mit Elefanten drauf. Und da habe ich mir überlegt, tue ich die ganzen Unterlagen von unserem Kleinen rein. Das fand ich irgendwie ganz süß. Und dann, wenn wir schon mal bei unserem kleinen Prinzen sind, habe ich mir das erste Mal Windeln von Baby Dream geholt. Und zwar sehen die so aus in der Größe 1 Newborn. Das ist von 2 bis 5 Kilo. Sind 28 Stück drin. Und ja, man muss ja welche da haben, wenn es dann losgeht. Achso, der Ordner war übrigens 2,79 €. Und die Windeln hier waren 4,29 €. Ist ganz schön teuer für 28 Stück. Rossmann hatte eigentlich so ein Angebot für Baby Dream Windeln für 9,99 €. Aber nur ab Größe, ich weiß gar nicht, ob Größe 2 dabei war. Auf jeden Fall ab Größe 3, 4, 5 dann so. Aber ich wollte halt welche, ich muss halt einfach Windeln jetzt zu Hause haben. Es kann dann jetzt bald irgendwann jederzeit losgehen. Und ich will dann nicht meinen Mann den Rossmann losschicken, Windeln holen. Und deswegen habe ich die jetzt einfach mitgenommen, habe die da. Werde dann aber natürlich immer mal gucken, dass ich natürlich die Windeln im Angebot bekomme. Und ja, das war eigentlich schon mein Rossmann-Haul, war völlig unspektakulär, was man halt so im Alltag braucht. Aber ich kaufe eigentlich sehr, sehr gern im Rossmann ein. Wir haben hier in der Nähe auch eigentlich nur einen Rossmann, also bis zum nächsten DM muss ich ein Stück fahren. Und dann mag ich es aber umso lieber, wenn ich mal wieder im DM bin, dann mal wieder ein paar andere Produkte ausprobieren zu können, mal wieder ein bisschen stöbern zu können. Und ja, ich hoffe, euch hat der Haul gefallen, das Video auch. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!